Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Mod Monday. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über ein paar Mods sprechen, die vor allem für Kleinkinder und Kinder gedacht sind und dem Spiel ein paar neue Objekte oder auch Interaktionen hinzufügen. Das Thema habt ihr euch schon länger gewünscht und ich habe so viel dazu gefunden. Alle Mods, die ich heute vorstelle, könnt ihr euch auf Mod des Sims kostenlos herunterladen. Und die Links findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Wir fangen gleich an mit dem ersten Mod und zwar ist das der Napping Mat Mod. Der sagt euch vielleicht schon was, viele von euch kennen den vermutlich schon, aber denjenigen, die ihn noch nicht kennen, kann ich den wirklich nur ans Herz legen. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch, dieser Mod. Vor allem, wenn man mehr als ein Kleinkind hat oder einfach keine Lust hat, die ständig ins Bett zu tragen, wenn die wieder müde sind. Wenn ihr den Mod installiert, dann habt ihr ein neues Spielobjekt und zwar eine kleine Schlafmatte, Decke, was auch immer es genau ist. Die könnt ihr einfach auf den Boden platzieren und sobald eure Kleinkinder müde werden, krabbeln sie da einfach von selber drauf und dann können sie ein Nickerchen machen. Die Sims Eltern können sie dann sogar auch zudecken, was sehr, sehr niedlich ist. Und dieser Mod ist einfach super praktisch, was soll ich sagen. Für alle überforderten Sims-Eltern ein absolutes Muss. Als nächstes kommen wir zu dem Make-a-Mess-Mod, der sehr, sehr putzig ist. Und vor allem für diejenigen von euch, vielleicht was ist, die auch gerne ein bisschen Chaos in ihrem Spiel haben und auch unerwartetes Chaos. Mit diesem Mod können eure kleinen Kinder nämlich Unordnung machen, grob ausgedrückt. Ihr ladet euch den Mod runter und dazu noch einen Mesh von einem anderen Modder. Und dann können eure kleinen Kinder entweder mit Farbe irgendwie rumspritzen und damit Dreck verursachen oder auch mit Mehl oder Kakaopulver. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr putzige Erweiterung für das Spiel. Es kann auf Dauer ein bisschen anstrengend werden, aber hey, so sind Kleinkinder nun mal. Als nächstes haben wir den Better Playdates Mod. Und ich muss gestehen, dass ich nicht wusste, dass sowas in Sims 3 überhaupt existiert, aber anscheinend kam das mit Lebensfreude dazu, dass andere Eltern eure Sims anrufen können und fragen, ob die Kinder miteinander spielen wollen. Mir ist das noch nie passiert und der Creator von diesem Mod hat das auch nur durch Zufall erfahren und sich dann den Source Code ein bisschen näher angeschaut und rausgefunden, dass es tatsächlich da drin steht, dass es vorkommen kann, aber halt sehr, 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 sehr selten. Und deswegen gibt es jetzt diesen Mod, damit das öfter vorkommen soll. Und ich finde das eine unfassbar niedliche Idee und bin immer noch ein bisschen geschockt, dass mir das noch nicht ein einziges Mal passiert ist im Spiel. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr süßer Mod, der das Leben eurer Sims-Kinder bereichern wird. Der nächste Mod, den ich euch zeigen will, ist wieder für Kleinkinder und zwar der Toddlers Extra Activities Mod. Der fügt ein paar kleinere Interaktionen für eure Kleinkinder hinzu. Zum Beispiel können sie dann an die Wand malen, sie können Schnee essen, sie können zu Musik tanzen, was mega cute ist, oder sie können auch in Pfützen spielen. Also ein kleiner Mod mit kleinen Interaktionen, die aber einen großen Unterschied machen können, finde ich. Jetzt kommen wir zu einer Reihe von Mods, die alle vom selben Creator sind und zwar von The Sweet Simmer, der oder die, ich weiß es nicht genau, anscheinend ein sehr großes Herz für Kleinkinder hat und gerne Familien-Gameplay mag, weil es gibt eine Riesenmenge an Kleinkindern-Mods auf der Seite von diesem Creator. Wir fangen mal an mit Adults Can Play Peekaboo and Hug Toddlers. Damit werden zwei Interaktionen freigeschaltet, die normalerweise nur Kinder mit kleinen Kindern ausführen können, und zwar Kuckuck spielen und sie umarmen, wenn sie irgendwie auf dem Boden sitzen. Ich weiß nicht genau, warum das im Grundspiel nur Kinder machen können, aber ich finde es mega gut, dass mit diesem Mod das eben auch ältere Sims machen können. Weil ich vor allem die Peekaboo-Interaktion immer super praktisch finde, damit vor allem Kinder sich mit ihren kleineren Geschwistern schnell einfreunden können. Dann kommen wir zum Biggest Little Mod for Toddlers. Der fügt auch ein paar neue Interaktionen hinzu. Zum Beispiel können eure Sims dann mit den Kindern zusammen mit den Steckboxen oder den Xylophonen spielen. Und Kleinkinder können auch so lustige Sachen machen wie zum Beispiel in der Toilette spielen. Ich glaube, das kennen einige von euch vielleicht aus Sims 2, aber in Sims 3 gab es das bisher noch gar nicht. Ich weiß nicht genau warum, weil es ist eigentlich schon ziemlich witzig. Aber mit diesem kleinen Mod geht das jetzt auf jeden Fall. Der nächste Mod ist auch sehr, sehr praktisch, vor allem wenn ihr mehrere Kleinkinder habt, beziehungsweise mehrere Kinder. Children Can Care for Toddlers bewirkt, dass eben auch Kinder sich um Kleinkinder kümmern können. Also die können die zum Beispiel füttern oder rumtragen und das ist schon sehr praktisch, weil es mich schon sehr oft genervt hat, wenn Kinder einfach mit den Kleinkindern sonst nicht wirklich was anfangen können. Dabei ist es ja nicht so schwer, einfach eine Flasche aus dem Kühlschrank zu nehmen und dem Kind hinzulegen. Das sollten selbst Kinder hinbekommen und deswegen finde ich diesen Mod sehr, sehr praktisch. Auch der nächste Mod fügt eine beliebte, also zumindest bei mir beliebte, Interaktion aus The Sims 2 ein, und zwar die Family Kiss Interaction. Auf Deutsch wahrscheinlich sowas wie Familienkuss. Ich bin mir nicht ganz sicher, klingt ein bisschen seltsam, aber das ist auf jeden Fall eine kleine Interaktion, die bewirkt, dass zum Beispiel Sims-Eltern ihren Kindern einen Kuss geben können, was ich schon ein bisschen vermisst habe, vor allem weil ich es ja aus Sims 2 kannte. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr niedlich. Deswegen freue ich mich, dass mit diesem Mod das wieder hier in Sims 3 Einzug hält.
Als nächstes kommen wir zu einem sehr, sehr kleinen Mod, den ich aber auch trotzdem sehr süß finde. Und zwar Autonomous Play with Teddy Bear. Der bewirkt einfach ähnlich wie in Sims 2, dass wenn eure Sims-Kinder einen Teddybären oder so ein anderes Plüschspielzeug in ihrem Inventar haben, dass sie einfach autonom sich dazu entscheiden können, sich hinzusetzen und mit diesem Spielzeug zu spielen. Als nächstes haben wir den Toddlers Can Learn to Walk Alone Mod. Und ich muss sagen, der funktioniert gut und der ist auch süß. Und auch irgendwie realistisch, aber ich habe ihn nach einer Weile wieder aus meinem Spiel rausgenommen, weil mir das dann zu einfach vorkam. Im Grunde kann man sagen, mit diesem Mod können Kleinkinder von selber laufen lernen. Was ja jetzt erstmal auch realistisch ist, weil das machen Kinder halt nun mal. Die versuchen aufzustehen und irgendwann schaffen sie es halt dann auf den Beinen zu bleiben. Aber in Sims war mir das dann doch ein bisschen zu einfach, wenn die das einfach von alleine lernen. Deswegen habe ich ihn wieder rausgenommen erstmal. Aber vielleicht ist es ja für einen von euch was. Und vielleicht werde auch ich mir den irgendwann mal wieder installieren. Wir werden sehen. Auf jeden Fall auch ein praktischer Mod, vor allem wenn man mehr als ein Kleinkind hat. Weil dann können die ganzen Fähigkeiten einen schon irgendwann ein bisschen überfordern. Als nächstes haben wir einen Mod für Babys, den ich sehr toll finde, und zwar More Baby Interactions. Und der macht genau das, was der Name auch sagt. Man hat mehr Interaktionen, die man mit den Babys ausführen kann. Zum Beispiel kann man die in seinen Armen wiegen oder man kann auf das Babybett klicken und auf Check On oder nach Baby sehen oder irgendwie so heißt das auf Deutsch, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann geht der Sim eben rüber zu der Krippe und guckt, ob das Baby irgendwas braucht. Und wenn es zum Beispiel Hunger hat oder das Sozialbedürfnis niedrig ist, dann kümmert sich der Sim da automatisch drum. Sehr süß finde ich auch die Interaktion Q-Add. Ich weiß gerade nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, aber das ist dann im Grunde, dass sie das Baby so ein bisschen hochheben und Babylaute machen, die ich total niedlich finde. Also diesen Mod kann ich euch wirklich, wirklich nur ans Herz legen, weil ich finde, dass man mit Babys sonst wirklich wenig machen kann und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Mod gefunden habe. Den nächsten Mod finde ich auch sehr putzig, und zwar Toddlers Can Sit on Sims Laps. Das bedeutet im Grunde, dass Kleinkinder auf dem Schoß von erwachsenen Sims sitzen können. Und das ist so, so, so niedlich. Ich kann gar nicht glauben, dass ich diesen Mod jetzt erst entdeckt habe. Und ich wusste vorher nicht, dass er mir gefehlt hat, aber er hat mir auf jeden Fall gefehlt und auch den kann ich euch nur empfehlen. Als nächstes haben wir den Mod Outdoor Activities for Toddlers und das ist wieder so eine kleine Zusammenstellung an Interaktionen, wie wir ja jetzt schon, glaube ich, ein oder zwei hatten. Und auch hier sind einfach ein paar kleine neue Interaktionen dazu gekommen, die aber das Spiel sehr, sehr bereichern, meiner Meinung nach. Zum Beispiel können die kleinen Kinder mit auf einer Picknickdecke sitzen und da essen und sich unterhalten. Sie können eine Rutsche benutzen, sie können verschiedene Gegenstände auf den Spielplätzen benutzen und auch auf Trampolinen spielen. Und das finde ich, sind allesamt Interaktionen, die man eigentlich erwarten würde, dass die sowieso machen können. Deswegen bin ich sehr froh, dass es diesen Mod gibt, der die hinzufügt. Der letzte Mod, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Toddlers Can Ask for Things Mod. Und den finde ich auch sehr praktisch, denn der bewirkt, dass Kleinkinder die anderen Sims in ihrem Haushalt oder in der Umgebung nach Dingen fragen können. Es gibt auch zwei verschiedene Versionen. Für eine davon ist es notwendig, dass die schon reden gelernt haben, weil also es macht ja auch irgendwie Sinn, so, weil wenn sie nicht sprechen können, dann ist es auch schwierig, nach was zu fragen, ne? Aber es gibt auch eine, wo das eben keine Bedingung ist. Und wenn sie Hunger haben, können sie zum Beispiel auf den Sim zukommen und nach was zu essen fragen oder nach Kuscheln fragen, solche Dinge, was sie halt gerade brauchen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr süßer, praktischer kleiner Mod und kann ihn euch auch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich hoffe, die Mods, die ich euch heute vorgestellt habe, haben euch gefallen und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, den ihr euch jetzt auch runterladen möchtet. Sagt mir gerne Bescheid, falls ihr noch weitere Mods in die Richtung kennt, weil ich habe so das Gefühl, dass da noch einiges draußen rumschwirrt, das mir bisher entgangen ist. Und ich habe mich so gefreut über alle diese Mods, die ich jetzt in letzter Zeit gefunden habe, dass ich das Gefühl habe, dass ich noch deutlich mehr davon brauchen könnte. Also, falls ihr da noch gute Tipps habt, sagt gerne Bescheid. Ansonsten hoffe ich, dass dieses Video euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.